Willkommen, Freunde, zu einer weiteren Runde Hunt Showdown. Nachdem wir das letzte Mal mit der Winfield M1873C und der Nagant M1895 unterwegs waren, den Level überlebt haben und rausgegangen sind, habe ich gedacht, wir spielen mit den Waffen weiter. Warum sollte man auch wechseln? Zumal diese Waffe sehr lautlos ist mit Schalldämpfer, hat jetzt nicht so den mega Durchschlag. Aber verkehrt ist das auf jeden Fall nicht. So. Hier haben wir schon den ersten Hinweis. Das ging ja ziemlich schnell. Gucken, wo war das denn? Ach, da drin ist es. Mit dem Feuertypen. Ja, okay, aber hinter Gittern ist das ja gut. Da kann er ja von mir aus eskalieren. Jo. Ich denke mal, besser als wenn da einer auf der offenen Fläche entgegenkommt. So haben wir ihn natürlich erstmal erledigt. Und er kann uns nicht nerven. Gucken wir mal nach dem nächsten Hinweis, geradeaus. Das Pferd ist übrigens auch nochmal so ein kleiner Spieler, der ankündigt, dass wir da sind. Gerade wenn man versucht leise zu spielen, die Vögel hier auch. Erledigt. Aber vergiftet. Mal nachladen hier. Oh, noch eine. Oh, die haben aber ganz gut überlebt. Das ist ja hier Saatmutterhausen, das gibt's doch gar nicht. Geht die mir denn hier um den Sack? Mann, Mann, Mann. Unglaublich. So. Hinweise, wir wollen zu den Hinweisen. Wir wollen die aufdecken. Und sehe vom Weiten, da leuchtet schon richtig schön blau. Mal gucken, ob wir hier irgendwie Munition haben, die wir aufnehmen können. Oh ja. Sehr schön. So, wir geben uns mal eine Spritze. Jawohl. Geht's uns doch gleich wieder besser. So, die ist aufgeladen. Die ist auch aufgeladen. Das heißt, wenn wir auf jemanden treffen, können wir gleich schießen. Das Gitter geht auf und rein. Oh, hier sind Mitspieler, Gegner. In der Hoffnung, dass er den Hinweis lösen möchte, könnten wir ja schön drauf schießen. Oh, da war doch eben Dana, oder nicht? Ist er nicht im Dana vorbeigelaufen? Im Augenwinkel? Ich höre leider durch die Maschine niemanden mehr laufen. Na komm, da liegt der Hinweis. Nimm ihn auf. Gönn ihn dir. Nee, ich bin ein bisschen verwirrt. Also, hier scheint niemand zu sein.
Oh, da wurde aber schön geschossen. Könnt ihr natürlich davon ausgehen. Ich laufe da jetzt einfach mal hin. Vielleicht wartet auch schon jemand darauf. Dachte schon, da wartet schon jemand darauf, dass ich den abschieße. So, ich will aber mal ein bisschen Action haben, auch wenn ich hier nicht der beste Spieler bin. Dann ist der nächste Hinweis. Dann ist einer zum Messern. Zwei sogar. Ja, komm. Ja, ist ja gut, der ist ja tot. So. Nachladen brauchen wir nicht. Gehen wir mal nach oben. Hier ist eine Falle. Hier ist Munition. Ja, schön. Die nehmen wir natürlich mit. So, wir haben es aufgedeckt. Die Richtung müssen wir. Hui, ins Wasser. Das dämpft den Aufprall ein bisschen. Genau, hier sind wir richtig. Wo ist er denn da lang? Geradeaus. Dann bin ich ja mal gespannt, wie weit wir kommen. Schön durchs Gras hier. Kein Wasserteufel in der Nähe. So, die haben wir erstmal erledigt. Super. Und gerade vor uns müsste auch unser Gegner sein. Oh, super. Hier ist ballert einer ganz in der Nähe, aber sowas von. Getötet durch Fleischklops, ich glaub's nicht. Was für ein Scheiß.